Ah, Leute, der fünfte Tempel. Wir haben ihn frisch betreten, noch gar nichts los hier. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet und es sieht aus, als könnten wir wieder nur erstmal in eine Richtung gehen. Na gut, die ist nach unten. So, habe ich ja schon bei der komischen Wand da glorreich verhauen. Ja, ist super. Da lacht sie mich wieder aus. Na gut, gucken wir mal, wo wir sonst hin können und machen hier mal ein bisschen sauber hier, ne? Klar, du Kuschelvieh hier, flieg weg. So. Ganz schön großes Schiff. Und hier sieht man Nairus Zeichen der Weisheit. Okay, wir sind doch gut dabei. Du. Okay, da würde es lang gehen. Ein Langgang. Na doch, 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 doch. Ah, hier geht's auch irgendwo noch hin. Na gut, wir gehen alles ab. Aber wenn Geld zu holen ist, dann ist natürlich vorrangig. Eine Sackgasse? Ohne irgendwelche Türen? Na gut. Ich bin kein Schiffsarchitekt, ich weiß nicht, nach welchem Muster man die baut. Oder aufgebaut hat oder so, ist mir egal. In der Werft war ja keiner, der mir das hätte erklären können. Deswegen erstmal hier. Und vielleicht noch, ja, eine Monsterklaue. Gut. Hier seht ihr, hier ist eine Tür. Hm? Ach, alles voller Sand. Na super. Und Tote hier, und der ist eine Truhe. Ja, okay, wir gucken uns um. So ein bisschen Foreshadowing war dann wirklich das Ganze bei den Piraten. Im Piratenversteck meine ich und bei der Werft. Solltet ihr alle sehr darauf hin, dass es hier ähnlich wird. So, komme ich da rüber, Leute? Ich muss mal gucken. Ich erstmal kurz smashen. Was war das denn? Link, warum? Das war ja sehr merkwürdig. Hier werden keine Bomben verschwendet. Ist so klar. Flup. Okay, ich werde das immer ganz dumm gegen das Ding dagegen. Na gut, dann machen wir halt einfach bowlen, Leute. Oh, kein Ding. Flup, 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 flup. So. Okay, kann ich da rüber rennen? Ah. Die andere Möglichkeit habe ich ja gar nicht. Na gut, Link, tu es! Alter! Boah! War knapp, war Link, ja! Okay, wir alle Türen hier zu! Was ist denn das? Und hier kann man. Hm? Hier kann man in einen Raum reingucken. Aber wo kommt denn so Licht her? Also, fast. Ich glaube, das ist gar nicht so richtig realistisch, aber egal. Alles zerdeppern. Oder mal pusten, klar. So. Ich will hier nichts verpasst haben. Oder irgendwie einen Zacken oder so übersehen. Nö. Bum, bum, bum. Wir werden für den Tempel eh wieder ein bisschen brauchen. Weil er auch wieder deutlich größer ist. Und wir gehen immer tiefer hinein. Okay, warte. Die Puste geht alle weg. Kommt mir nicht zu nahe. Haut ab, Alter, ihr Viecher. Du. Toll. An denen, die an der Wand sind, bringt das ja nichts. Na gut, alle killen, Alter. Link kann gar nicht machen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Geld, Geld, Geld. Boom. Double Schlitz. Oh, der ganze. Oh, war da liegt Schleim? Oh, sagen verpasst. Toll. Okay, nehme ich den Schleim. So. Okay, kann man echt eine kleine Schleimfarbe machen, oder was? Heißt aber nicht, dass jetzt nochmal ein Skorpion kommt, oder? So, alle wieder heilt, ja, kein Schaden. Ach, Mann, ey. Hier sind überall die Dinger, die halt in der Zeit zurückgedreht wieder zu Gegnern werden. Sieh nur, Gebita. Boss-Tür. Dieses große Tor ist fest verriegelt. Ich schätze, dass sich dahinter ihm etwas Wichtiges verbirgt. An Feide erkennt man doch, dass der Bossraum wieder ist. Richtig an der Form und alles. Feide ist irgendwie so, die vergisst immer wieder alles oder kennt das nicht so richtig. Wie unser Eins hier als Profi. Aber okay, jetzt sind wir aber ganz schön weit nach unten gelaufen. Alter, was denn da? Guck mal, die ganzen Schätze. Alter, richtig viele Truhen. Da müssen wir wann hin. Werden wir auch hinkommen, Leute. Macht euch mal keine Sorgen. Wir machen 100% den Löbel. So, Fledermäuse wieder. Vielleicht ein paar Monsterhörner. Oh, sind die elektrisch geladen. Na, egal. Herzchen und wieder voll. Hihi. So, was ist denn hier? Ist ja einfach nur ein mega großer Laufakt. Hm? Oh. Oha. Okay, ist alles voller Sand. Das wird doch wohl. Und hier haben wir. Hä? Okay, wieder so ein Schloss. Aber ich glaube, die Sitten aus diesem komischen Höhlenheiligtum, die sollten hier nicht mehr gelten. Naja, gucken wir mal. Wir werden schon irgendwelche Hinweise hier irgendwo entdecken, Leute.
Sind sie auch noch so versteckt im Sand? Ja, sehr gut. Ja, mit Knochen gleich freigelegt. Es ist hier ein schönes Rätsel, was man anhand dieser Muster sehen soll. Ich erkläre es gleich mal oder ich versuche mal, ob ich noch drauf komme. Aber eigentlich kann ich mich daran erinnern. So, hier noch. Hier fehlt da noch was. Oh, da ist ein Roboter. Wir haben also gleich jemanden hier schön zum Quatschen. Jetzt mal alles hier aufpusten, pusten. So. Ja, komm, okay, es sind vier so eine Räder. Also auch wieder eine Vierer-Kombination für dieses Tor. Na gut, kriegen wir hin. Kling, kling. So, ihr seid echt alle tot hier. Ich bin tot, Mann. So, guck mal, was haben die denn alle gemeinsam? Denn man hat auf jeden Fall die Symbole, die leuchtend hell sind, dass man oben schlagen muss, unten schlagen muss, rechts schlagen muss. Okay, und ich schätze mal auch, ja, dass man nochmal unten schlagen muss. Ja, bloß in welcher Reihenfolge jetzt, ne? Und dazu dienen die roten Markierungen. Ja, hier haben wir eine rote Markierung, sprich, unten wird zuerst sein. Dann hoffe ich, dass man hier hat man zwei, also unten, oben, hier hat man, oh warte, hier sieht man noch gar nicht, wie viel man hier hat. Hier hat man drei und hier hat man vier. Okay, seht ihr? Also wir haben unten, oben, unten und dann rechts. Okay, gut, das ist ja, komisch. Ja, unten, oben, unten, dann rechts. So, kriegt ihr hin. Okay, unten, oben, unten und rechts. Also diese Sitten gefallen mir echt besser. So, und jetzt hier nochmal... Okay, einfach eine Truhe. Vielleicht ist sogar gleich die Karte. Oder nee, das wird ein Schlüssel sein, dass ich wieder ganz nach oben latschen darf. Na gut. Ja, es ist ein Key, ein kleiner Schlüssel. Nur ein einziges Mal benutzbar. Toll, jetzt wieder nach oben, ey. Kann nicht wahr sein. Na gut, rennen wir jetzt schnell dahin. Ich gucke mal schnell, ob in der anderen Zelle noch irgendwas war. Jo. Ja, der kann doch nicht alles sein, oder? Guck mal, hier ist ja... Oh nee, hier ist noch eine Tür, die ist einfach nur dicht. Und mit Gitter zu, okay... Da kann man erstmal nichts machen. Ja, machen wir später. Ich will hier alles mitnehmen, weil hier gibt es halt auch ein Herzteil. Und eine riesengroße Reihe an Truhen. Sind auch hier alles tot, alles nicht der Rede wert. Wieder komplett zurückgehen. Ja, aber ihr merkt schon, irgendwann, na selbstverständlich, wird hier alles noch zum Leben erwachen. Was den Tempel an sich auch zu einem coolen macht. Ich glaube, den im Höhlenheiligtum. Den finde ich irgendwie immer noch cooler. Weil er so ein bisschen so mit dem Wasser und die schönen bunten Farben und so. Aber der hier ist trotzdem auch cool. Hey, wieso bist du wieder da? Einfach wieder einen neuen Sandhaufen gemacht oder was? So hier alles zu, alles dicht. Oh, wir können wieder rüberrennen. Warte. Let's go! Oh, gut. Ja, Link ist schon krass, nur durch Sand laufen. Mensch, Mensch, Mensch. Er ist ja gar nichts mehr gewohnt als Held. Schup. Ich glaube, es ist sogar auch gewollt, dass ich halt relativ früh hier die benötigte Waffe bekomme. Den benötigten Gegenstand. So, jetzt erstmal wieder ganz nach oben gelatscht. Okay, jetzt kommen wir hier durch. Oh! Es ist wirklich so. Schönes Duell, Alter. Er muss ganz nach hinten die Planke runter. Das ist keine Chance, mein Kumpel, Alter. Oh. Alter, wir haben mich wieder zurückgedrängt. Gibt's doch gar nicht. Yeah! Oh oh. Aber der ist auch cool gemacht, wie der wieder aussieht. Alter, was ist denn los? Kannst dich gar nicht mehr verteidigen. Vor allem, ich werde dich abblocke. Und gleich sagst du Tschüss, mein Freund. Let's go.
und tschüss. Einmal explodiert. Ah, schön. Da hatten die Klingroboter echt vor dem Angst, als sie angegriffen wurden. Gebieter dieser Maschinenmensch. Ja, wie ist der denn? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 99%, dass es sich hierbei um den Piraten handelte, von dem der Captain sprach. Seine Wut und Boshaftigkeit haben sich erstaunlich gut über die Jahre gehalten. Ja, vor allem, ne, der hat als einziger anscheinend überlebt. Weil wenn das alles in der Vergangenheit passiert ist, ne, müsste der ja auch irgendwie, ja, auch schon kaputt sein oder hier irgendwie rumliegen. Ihr wisst schon, wie die anderen Roboter halt. Aber nö, erstmal unseren Preis entgegennehmen. Du hast den Holzbogen. Damit kannst du von Weitem mit hoher Angriffskraft Pfeile auf deine Ziele abballern. Boah, ein sehr, sehr gängiger Gegenstand aus dem Zelda-Universum. Jetzt haben wir ihn relativ spät endlich bekommen. Gebieter, ich habe dir etwas zu deinem neuen Item, dem Bogen, zu sagen. Mit ihm kannst du weit entfernte Ziele treffen und großen Schaden anrichten. Pfeil, das hat mir gerade das Item selber gesagt. Drücke ZR, um den Bogen zu ziehen. Wenn du Hilfe zur Bedienung des Bogens benötigst, drücke einfach die Taste, um Hilfe anzeigen zu lassen. Zudem kannst du mit einem Pfeil von weit entfernten Mechanismen, kann auch nun der Pfeil aktivieren, diese weit entfernten Mechanismen, wenn du sie abballerst. Einen solchen Mechanismus habe ich auf dem Deck entdeckt. Allerdings glaube ich nicht, dass du ihn von hier aus treffen kannst. Ich rate dir, zurück ans Deck zu gehen. Ja, sehr gut, Mensch. Pfeil immer, ne? So, 20 Pfeile, der Holzbogen. So, genau, funktioniert auch wieder schön mit Bewegungssteuerung. Du, 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 du. Sehr schön. Und ja, der Holzbogen, ne, wie gesagt, ein aufwertbarer Gegenstand. Und dafür habe ich schon extra gesorgt. Also jetzt nicht offscreen, hat sich einfach so ergeben, dass ich dafür schon die nötigen Aufwertungsgegenstände habe. Vor allem halt 3 Schattenkristalle. Also den Holzbogen werden wir nicht allzu lange haben. Vor allem, wenn der Tempel vorbei ist, wird er gleich wieder aufgewertet. So, dann machen wir schnell mal Gebrauch und können uns jetzt so hier viel besser und gängiger bewegen. So, was wird das auslösen? Oh, schön lange gehalten, denn schön gespannt. Oho! Gebieter, siehst du das? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass dies ein Stein der Zeit ist. Hä, das ist zu 100% ein Stein der Zeit. Ich empfehle ihm, mit einer deiner Waffen zu aktivieren. Er dürfte auf dem Schiff einige Veränderungen bewirken. Ich glaube, Fei hat echt irgendwie... Weiß ich nicht. Fei mit ihren komischen Prozentangaben, was das immer soll. Feuer! Boah, da werden sogar wieder gleich die Segel gesetzt und... Ey! Klasse. Okay, jetzt werden wir erstmal daran gehindert, das Ding wieder zurück zu aktivieren. Und wir können auch nicht mehr zurück dahin gehen, wo wir waren. Na gut, okay, na denn. Lass mal hier alle wegkloppen. Ja. Oh, ist ein Pfeil. Was zum... Du hast einen verschossenen Pfeil gefunden. Er ist noch ganz und kann erneut verwendet werden. Praktisch. Kam der von mir? Oder wäre ich schon von oben abgeballert? Wow, ich bin schon von oben abgeballert. Okay, verstehe, Leute, verstehe. Au! Oh, du hast 10 Pfeile erhalten. Du kannst sie mit deinem Bogen abballern. Ihre Anzahl ist begrenzt, also setze sie mit Bedacht ein. Und natürlich kann man auch natürlich für die Pfeile... kann man neue Kescher sich im Wolkenhort kaufen. Sollte der Ladenbesitzer jetzt auch wieder gleich im Petto haben. Flups. Okay. So, nö, dann machen wir erstmal die neuen Wege. Angucken. Kann ich eigentlich wieder runter? Nee, Alter. Oh nein, Link kann ja nicht rüberklettern. Er kommt nie wieder zurück. Oh nein, wie furchtbar. Oh, warte mal, du hast doch so ein Horn. Den will ich dir klauen. Warte mal. Komm mal her hier. So, danke, Mann. Ein Schlag und tot. So, sonst, was haben wir hier? Okay, Turboantrieb. Hier ist irgendwie, hier kann ich mich runterlassen mit einem Seil. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon der Weg ist zum Herzteil oder dergleichen. Deswegen, ich gehe erstmal, glaube ich... Achso, ihr braucht ja so einen Schlüssel. Nee, gut. Ist das wohl so gewollt? Ich müsste doch irgendwie da... Kann ich da schon irgendwie hoch? Oder kann ich da sogar schon hoch?
würde gern. Aber warte mal, ich geh erstmal hier lang. So, wieder Pfeil ausrüsten. Bum-ba-dum. Wow, wow, wow. Ah. Jetzt hoffe ich nur, dass ich auch wieder hochkommen. So, ich habe mich gerade daran erinnert, also das Herzteil kann ich wirklich nicht verpassen. Was ist jetzt hier? Die Tür ist ja zu. Wieso ist hier die Tür zu? Das gibt's doch nicht. Da ist eine Leiter. Na okay, wir gucken uns einfach mal alles so an. Und sagen aber leider wieder, okay, zurück nach oben. Damn, Mann, ganz schön langsam und rustikal, diese Technik. Aber gut, was soll's. So, dann geh ich erstmal doch wieder da nach oben. Und guck mir alles an. Ja, ja. Jo, ne, ho, je, link, ist so, jo, fidel, So, ja, warum ist denn, Kamera, so, okay. Guckt euch ihn an, guckt ihn euch an. Und tschüss, tschüss, Mann. Boah. Runtergekloppt. So, ist irgendwas, nö, den hat's ja nicht gecheckt. Was ist denn hier der Pfeilschmeißer hier? Ja! Oh, shit. Ich bin selber runtergesprungen, wie so ein Trottel. Weil ich das Geld wollte. Ja, das war alles Absicht. Ich wollte Cash. So, oh nein, scheiße, er kommt wieder hoch. Ja, ich schnapp euch. Scheiße. So, war doch nur ein Scherz, Kumpel. So, jetzt bin ich gerade laufen. Der Typ ist vor Schreck einfach runtergefallen. So, ich so... So, wie konnte ich denn jetzt... Okay, der von... Okay, denn er wohl von da hinten. Hier oben ist ja dann erstmal gar nichts, weil die Seilbahn ist da oben. Oder kann ich mit dem Pfeil rufschießen und die hier runterziehen? Das würde bestimmt gehen. Wartet mal. Ich kann bestimmt hier voll. Und ein bisschen höher vielleicht. Geil. So, ich komme. Scheiße, er hat den Mechanismus aktiviert. Oh nein, ball ihn ab. Ballein doch ab! Daneben! Scheiße, jetzt ist er da! Scheiße, Kumpel! Ja! Alter, war alle Platz machen! Bang! Abgeblockt! So! Gibt's Fragen? Nee. Okay, dann kann ich da jetzt wieder nach ganz oben fahren. Ja, warum nicht das einfach jetzt schon mal aktivieren, dass wir jederzeit wieder zurückspulen können? Und. Denn nur dafür mache ich das ja, glaube ich. Ihr seht ja schon den Typen da. Ja, ja. Und der kommt dann nicht wieder zurück. So, Link, bitte festgrammen. Leute, warum hat er mich denn so umstechen lassen? Das geht ja so lehne. Tja, mein Freund. So. Einfach ausgelöscht. So, machen wir das wieder rückgängig hier, den Quatsch. So, okay. Gun. Und kannst du ja wieder zurück. Marcel, das hast du geil gemacht, Mann. Wie kommst du hier hoch? Schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher. Jetzt musst du mir helfen, meine Jungs zu retten. In dieser Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie festgehalten werden. Oder war ich schon? Doch schon, ja genau da. Mhm, hier ist die große Boostür. Ja, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich habe Angst, ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das. Wartest du nur auf dem Boot auf mich? Du bist extra jetzt hier hochgelatscht. Na gut. So, ich glaube, hier ist aber keine Truhe hier oben, oder? Nee. Okay, dann lass ich mal noch da hinten mich hinfahren. Und guck mal, weil ich weiß, dass das Herzteil hinten am Heck ist. Ich glaube, dass man da auch eine Weile braucht, um das zu aktivieren. Oder zu bekommen. Deswegen, ich schau einfach mal. Und um die Kick. Tschüss. So, das ist nämlich, glaube ich, genau. Warte mal, kann ich das von hier oder auch von da unten erreichen? So. Okay, du musst dann wohl doch von unterhalb. Aber gut, ich glaube, anders komme ich hier gar nicht hoch. Hups. So, weil ist denn nicht hier so ja komplett umzäunt? Ja, tatsächlich. Okay, gut. Dann haben wir das Herzteil schon mal. Flum, Bombis. Dann beim Herzteil würde ich den auch erstmal wieder den Part beenden. Haben schon gut was geschafft hier. So, dahin. Ja! Uff. Kurz mal hier runter gucken. Da zum Beispiel hin.
Und das ist, glaube ich, dann hier unten irgendwo sehr cool. Konnte man, kann ich jetzt hier sogar schon loslassen? Ja, kann ich. Na, ja, perfekt. So, Herzteil, komm mal her. Ich hab's gewusst. Noch 4 Stück, Alter. Also noch 1 fehlt. Gut. Das müsste ich aber auf jeden Fall aus einem Götterblock rauskriegen. Leute, ich mache die Schmetterlinge beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Mal gucken, ich glaube, der Tempel dauert da trotzdem noch ein bisschen länger, auch wenn wir schon den Gegenstand haben. Es bleibt spannend. Tschüss.